Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Das ist das erste Video zu meiner Pflanzenliebe 2016 Playlist. Die werde ich euch dann auch einfach mal unten in die Infobox bei jedem Video, was sich mit Pflanzen beschäftigt, verlinken. Und heute fangen wir an mit der Aussaat. Und zwar fangen wir natürlich noch nicht an mit den ganzen Sachen wie Tomaten und Paprika und Chilis und so. Wobei, wir fangen am 16. Februar mit der Chili-Aussaat an. Der Merlin, das ist sein Profil bei Instagram, der hat so Chili-Challenge aufgerufen. Und zwar möchte ich da gerne mitmachen. Wir beginnen alle am 16. Januar mit der Aussaat von Chilis. Wir haben uns jetzt in unserer Samentauschgruppe auf eine Habanero-Chili geeinigt. Wobei ich auch noch mehr Chilis anpflanzen, aussehen werde. So. ja, und es wäre sehr schön, wenn einige von euch vielleicht Lust haben mitzumachen. Wenn ihr nicht bei Instagram seid, dann vielleicht trotzdem. Ihr könnt ja dann trotzdem vielleicht mal unter Videos oder so von eurem Fortschritt berichten. Ach, mir fehlen die Worte irgendwie heute. Ja. Auf jeden Fall die Chili-Challenge. Das heißt, wir fangen alle am 16. Januar an mit der Aussaat. Ja, wir fangen am 16. Januar an mit der Aussaat von Chilis. Es muss nicht unbedingt eine Habanero sein. Ihr könnt auch alle anderen Chilis, die ihr wollt, nehmen. Ich werde wahrscheinlich so um die 5-6 verschiedenen Chilis aussehen. Was ein Wirrwarr. Auf jeden Fall geht's am 16. Januar los. So. Alles klar. Heute fangen wir aber mit anderen Sachen an. Und zwar habe ich ein paar exotischere Sachen hier und die Physalis. Die Physalis sollte man recht früh aussehen, einfach weil das relativ lange dauert, bis eben die Blüten sich bilden. Und dann braucht es auch noch ein bisschen länger, bis sich eben die Früchte bilden. Darum fange ich damit einfach heute schon an. Ich nehme die Physalis, die ich letztes Jahr vom Acker geerntet habe, gesammelt habe. Das sind Physalis-Samen. Und ich habe mir, das hätte ich vielleicht zuerst sagen sollen, mal was anderes als Plastikbecher gekauft. Und zwar sind das solche kleinen Schälchen. Ich glaube, das sind so Eisbecher-to-go-Becher oder sowas in der Art. Man kann es auch vielleicht für Nüsse auf einer Party oder so verwenden, keine Ahnung. Ich habe die gesehen und habe gedacht, die sind eigentlich super praktisch für die erste Aussaat. Weil ihr eben hier einfach mehr Platz habt, um mehrere Samen zu verteilen. Und ich meine, ihr müsst die später dann sowieso vereinzeln und dann werde ich auf jeden Fall auch wieder die Plastikbecher nehmen, weil die sich einfach bewährt haben. Die sind praktisch. Die kann man gut beschriften. Man sieht, wie die Wurzeln zurechtkommen und so weiter. Aber für den Anfang finde ich die, glaube ich, ganz gut. So, ich habe mir die auch schon beschriftet. Ich werde mir jetzt mal die Physalis raussuchen. Ich habe eben draufgeschrieben, was ich sehe, wann ich sehe und wie viele Samen. Ich werde drei Physalis nur sehen. Ich möchte allerhöchstens zwei Pflanzen haben. Ich hatte letztes Jahr auch zwei Pflanzen und das hat mir wirklich mehr als gereicht. Da aber nicht immer alle Samen aufgehen, habe ich gesagt drei. Wenn nur eine am Ende übrig bleibt, bin ich auch nicht traurig. Ja, es reicht einfach. Und die nehmen halt wirklich viel Platz weg. Und da ich so viel vorhabe, dieses Jahr noch zu machen, ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir nicht so viel Physalis haben. Ja, wie gesagt, Physalis machen wir heute. Dann habe ich mir im Internet Plumeria-Samen bestellt. Die sehen ganz abgefahren aus. Und ich habe jetzt im Internet gelesen oder gesehen, eher gesagt bei YouTube, dass man die in Wasser einweichen soll, ein paar Minuten. Darum werden wir das jetzt machen, solange ich hier noch quatsche. Wie viele Samen habe ich vorgehabt? Vier Samen. Da sind auch vier Samen drin. Ich werde das jetzt mal aufmachen und werde mir die ins Wasser legen. Das ist die Farbe Ray Rainbow. Ich werde die euch mal eben einblenden. Wobei ich eben auch gehört habe, dass das nicht immer die Sorte wird, die man erwartet hat. Also, da sind die Samen. Ich werde die jetzt hier in mein Wassergefäß reinpacken und wir machen weiter. War unter anderem in einem meiner Tauschbriefchen ja die Passionsfrucht. Die ist jetzt hier noch gemischt mit der Honigmelone. Die schwarzen Samen sind Passionsfruchtsamen. Und davon möchte ich auf jeden Fall welche haben. Ich stelle mir das so schön vor, wenn alleine nur die Pflanze an sich wächst mit den schönen Blüten. Die sehen einfach so unfassbar schön aus. Ich habe mir nämlich noch mehr Samen gekauft, weil ich
gedacht habe, so an der Wand entlang sieht das bestimmt toll aus. So sehen die Blumen aus, der Passionsblume oder der Passionsfrucht. Hier steht jetzt Passionsblume. Hier steht aber auch drauf, dass bei guten Bedingungen sich sogar Früchte bilden können. Darum gehe ich irgendwie einfach mal davon aus, dass das eigentlich ein und das gleiche ist, die Blume und die Frucht. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Ich habe Passionsfrucht noch nie angepflanzt. Ich habe hier 5 Samen. Von wem weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr auswendig. Es tut mir sehr leid. Und hier sind wohl 20 Samen noch drin. Ich habe mich dazu entschlossen, 7 Samen zu sehen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Außerdem möchte ich Granatapfel sehen. Da habe ich 2 Samen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe dafür auch mal vorhin ein bisschen recherchiert und habe gesehen, ja, weil ich YouTube-Videos geschaut habe, gesehen, dass die Buschen nach 2 Jahren theoretisch Früchte bekommen können. Das hätte ich gar nicht gedacht. Normalerweise bei solchen größeren Bäumen ja eigentlich schon, obwohl das ist, glaube ich, eher ein Busch, dauert das ja ziemlich lange. Also zum Beispiel bei der Avocado kann das, glaube ich, locker 8 Jahre dauern, bis da eventuell mal was zu sehen sein wird. Und dann ist noch nicht mehr sicher, ob die Pflanze jemals Früchte tragen wird. Darum hat mich das positiv überrascht. Ich habe 2 Granatapfelsamen und die werden wir heute aussehen. Und zu guter Letzt habe ich noch Kiwisamen bestellt im Internet. Das ist die Kiwi Actinida Aguata. Ich glaube, das ist so eine kleinere Kiwisorte. Ich erinnere mich leider nicht mehr genau. Die Samen sind auf jeden Fall sehr klein. Gott, könnt ihr die überhaupt sehen? Ich glaube schon. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass man eine weibliche und eine männliche Kiwi braucht. Das kann man an den Samen jetzt natürlich nicht wirklich sagen oder sehen. Darum muss man die einfach mal ausprobieren. Falls es was wird und sich keine Früchte bilden, dann liegt es einfach daran, dass du nur eine weibliche oder nur eine männliche Kiwi hast. Aber man kann die auch in Gartenmärkten einzeln kaufen, also weibliche oder männliche Kiwis. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die sollen wohl auch recht kälteunempfindlich sein, genauso wie die Passionsblume übrigens oder Passionsfrucht. Und darum habe ich gedacht, wir probieren das mal. Ja, und dann habe ich mir letztes Jahr noch was gekauft gehabt. Ich hatte das ehrlich gesagt total vergessen durch den Umzug und alles. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Ich hatte das auch mal bei Instagram gepostet. Und zwar die Venusfliegenfalle. Die gab es bei Nanunana für 1,50 Euro. Die brauchen wohl tropisches Klima, so wie ich das gesehen habe. Hier hinten steht, dass der erste Spross nach etwa 30 Tagen sichtbar ist. Da sollte wohl alles drin sein in diesem kleinen Töpfchen. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Und ich drehe euch jetzt einfach erstmal um, damit ihr seht, was hier so vor sich geht. Und bis gleich. So, wir beginnen. Hier, ich bin in eine Decke eingewickelt, weil es einfach gemütlich ist. Ich sitze auf dem Sofa, das ist der Sofa, der Couchtisch. Wohnzimmertisch? Couchtisch. Wie auch immer. Wir haben hier unsere Plumeria-Samen eingeweicht. So. Vielleicht noch kurz was ich gekauft habe. Ich habe so einen riesen Teil hier hinten gekauft. Das ist wirklich ganz schön lang. Es ist eigentlich für einen Balkonkasten so ein Unterstellteil. Ich habe immer das Problem, wenn ich meine Becher und alles am Fenster habe, dass da ja natürlich unten Wasser rauskommt. Darum ist sowas eigentlich ganz praktisch, weil da kann man eben dann die Becher oder was auch immer man hat reinstellen. Ich werde das jetzt eben so dann da drauf stellen. Ich muss weiter rüber, sehe ich gerade. Und ja, ist ganz praktisch. Wir werden jetzt erstmal Erde nehmen. Ich habe mir hier Erde in so eine Schüssel gegeben und gebe mir die Erde jetzt erstmal hier rein, so dass da keine Klümpchen sind. Also Plumeria ist ja so unfassbar schön, ne? Also das wäre wirklich ein Traum, wenn das klappen würde. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommen die so rum ins Wasser. Also dass diese Flügelteile, nicht ins Wasser, in die Erde, dass diese Flügelteile eben oben sind. Das heißt, da wo die Flügelteile nicht sind, oh Gott, wie zeige ich euch das, ist unten. So, vielleicht hole ich euch einfach näher. Und wir sollen das jetzt bis zum Flügelanfang hier reinstecken. Machen wir doch einfach mal. So, und dann gießen wir das noch ein bisschen an. Ich habe mir hier auch Wasser zurechtgestellt. Natürlich jetzt auch in der falschen Richtung. Aber da gibt es sonst keine Möglichkeit, euch irgendwie hinzustellen.
ich habe jetzt auch gelesen, dass die spätestens nach, ja, das heißt spätestens, aber die sollten nicht länger als eine Woche brauchen zum Keimen. Was wir jetzt noch machen, Frischhaltefolie. Ich komme ja mit Frischhaltefolie immer nicht zurecht. Auch wenn ich da was zum Abreißen habe, funktioniert das nie. Darum reiße ich mir die und wickel mir die jetzt einfach hier drum. Und fertig. Ich werde mir das jetzt hier hinten hinstellen und wir können mit der nächsten Sache anfangen. So, als nächstes habe ich hier meine Passionsfruchtschale. Also diese Passionsfruchtranken sind so unfassbar schön. Das sind ja Kletterpflanzen. Man kann die auch in so einer Pyramidenform in einem Kübel machen. Aber ich glaube, die sind sogar bis minus 25 Grad. Ist kein Problem für die. Also die sind wirklich winterhart. Das ist das Wort, was mir gefehlt hatte. So. Ich glaube, wir gießen schon mal vorher an. Dann nehmen wir uns erstmal hier raus die Passionsfruchtsamen. So, was mir jetzt sofort aufgefallen ist, ist, dass die Passionsfruchtsamen, die ich zugeschickt bekommen habe, viel größer sind als die Passionsblumensamen. Aber ja, macht ja nichts. Ich denke halt, wenn ich wirklich alle hier zum Keimen bekomme und ich die alle sowieso nebeneinander pflanze, werden die sich befruchten oder eben nicht. Das ist ja denen dann ganz überlassen. Wobei hier, wenn ich mal reingucke, nee, die sind alle kleiner, die Samen. Die sind viel kleiner als die, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sehen kann, wenn ich hier mit näher komme. Wahrscheinlich nicht. Hier haben wir die Samen. Ich hole die mir mal hier rüber. Hier haben wir unsere Erde. Und ich nehme jetzt einfach eine Schere und mache hier so kleine Löchlein rein. Ob ich die jetzt gleich noch finde, ist eine andere Frage. Und da gebe ich dann meine Samen rein. Nehme ich mir noch mal ein kleines bisschen Erde. Gebe die drüber. Kommt unten schon das Wasser raus. Aber das ist ja gut. Das heißt, hier sieht man das Wasser. Das heißt, ich habe das gut, die Löcher gut angebracht. Das ist doch schon mal was. Das heißt, die können schon mal unten nicht weggammeln, dann, falls die Wurzeln haben. Frischhaltefolie. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt weiß nehmen sollen, weil weiß ist schon sehr anfällig. Aber ich habe gedacht, das integriert sich am besten in meine Einrichtung. Ich weiß noch nicht, ob es ein Fehler war. So, als nächstes nehmen wir die Physalis. Physalis haben wir ja schon öfter gemacht. Also die Leute fragen mich immer, was, Physalis klappt wirklich bei uns in Deutschland? Das ist wirklich gar kein Problem. Ihr müsst, wie gesagt, nur früh genug damit anfangen, damit die Pflanze Zeit hat, sich rechtzeitig zu entwickeln. Aber wirklich, ich hatte echt viele und die wächst dann wie Unkraut. Das kann ich euch versprechen. So, das reicht auch schon an Erde. Ich habe mir viel zu viel Erde hier genommen. Ich war sehr optimistisch. Gieß das auch schon ein bisschen an, einfach damit die Samen da gleich besser dran haften. Und dann kommen drei Physalis-Samen rein. Toll, ich wollte die schön verteilen. Komm, du kommst woanders hin. So, dann nehme ich mir noch mal ein ganz kleines bisschen Erde. Minimal Wasser. So, weiter geht's mit Granatapfel. Da freue ich mich echt schon drauf. Den werde ich hier erstmal vom Tesafilm befreien. Ich glaube, dass einer der Kerne kaputt gegangen ist, leider. Wir werden ihn trotzdem mal einsehen. Ich meine, mehr als nicht aufgehen kann ja nicht passieren. Aber vielleicht ist das nur die Hülle, die kaputt ist, wenn wir Glück haben. So. Dann kommt wieder Erde. Ach, glaube ich, erstmal Wasser. Dann kommt noch die Kiwi. Eins, zwei, drei. Bisschen Erde drauf. Es wird immer weniger Erde, die ich einfülle, habe ich das Gefühl. Naja. Was soll der Geiz? So. Bisschen Wasser noch. Frischhaltefolie. Und dann kommen wir schon zu Venus Fliegenfalle. Wir machen das erstmal auf. Zerstören möglichst dabei nichts. Ich lese mal hier nach. Pflanzanleitung. Was haben wir denn hier alles? Ah, okay. Wir haben hier Erde drin. Das ist übrigens aus Ton.
Und hier sind die Samen. Oh mein Gott, so viele. Guck mal, hier Seeds. Extra Seeds. Das ist ja mega. Da verschenke ich hier welche von. Die Extra Seeds mache ich mal zur Seite. Das Stoffstück unter den Topf legen. Was denn für ein Stoffstück? Was für ein Stoffstück? Ich mache das erstmal hier raus. Ah, hier. Das Stoffstück unten in den Topf legen. Das ist ja da eigentlich schon. Das war, okay. Es hat hier unten ein Loch. Wahrscheinlich damit die Erde und so nicht da einfach durchrasselt. Ach, das liegt eigentlich gut drin. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so. Das Behältnis mit 3/4 der Blumenerde mischen. 3/4. Okay. So ein kleines Tütchen. Es sieht aus wie Gold. Das ist total am Glitzern. So. Stellen wir doch einfach mal da drauf. Ach, ihr seht gar nichts mehr. So. Den Samen leicht hineindrücken und ausreichend befeuchten. Okay. Ich werde jetzt einfach mal die 5 Samen, die hier drin sind, verwenden. Kann ja nicht schaden. Ich habe gelesen, dass die wirklich tropische Temperaturen brauchen zum Keimen. Boah, das wird schwierig. Ich glaube, ich gebe da jetzt erstmal ein bisschen Wasser rein. Tropische Temperaturen im Januar. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Ich bin optimistisch. Wenn ich die Samen hier irgendwann mal rausbekomme. Na also, ja, da ist noch einer drin. Also hier steht jetzt, das Behältnis mit 3/4 der Blumenerde füllen. Den Samen leicht hineindrücken und ausreichend befeuchten. Jetzt den Topf direkt in die Sonne stellen, die Erde weiterhin feucht halten. Was ist denn jetzt mit dem Rest der Erde? Brauche ich den jetzt gar nicht mehr? Ja, dann mache ich, glaube ich, noch ein bisschen voller. Das ist ja höchst merkwürdig, die Angelegenheit hier. Aber das sind doch keine Lichtkeimer, oder? Leute, ich glaube, ich muss da nochmal im Internet eben nachgucken. Okidoki, es sind Lichtkeimer. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Das heißt, es kommt keine Erde mehr oben drauf. Oh mein Gott, ich habe es total mit dem Wasser übertrieben. Ah, ich brauche ein Tempo, bevor da alles vollsaut. Ich kann mir auch nichts machen lassen, ne? Okay, aber jetzt ist das wenigstens schön nass alles. Das ist doch auch schon mal was Positives. So, dann können jetzt endlich die Samen da drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein, habe ich das jetzt versteckt? So. Ja, dann nehme ich mir auch ein bisschen von meiner Frischhaltefolie, weil dadurch ist es auf jeden Fall wärmer in dem Töpfchen. So, und dann machen wir die Geschichte hier auch zu. Und wir sind fertig. So, das war das, was wir heute vorhatten. Ich habe jetzt hier alles vor mir stehen. Ich werde das jetzt auf die Fensterbank stellen. Ich meine, jetzt ist es schon dunkel. Es ist mittlerweile, glaube ich, 5 oder so. Aber ich hoffe, dass die Sachen bald anfangen zu keimen. Ich werde euch da auf jeden Fall bei Instagram vor allem auf dem Laufenden halten. Da bin ich ja unter anderem auch zu finden unter Balkonien-Ackerliebe. Ich schreibe es euch nochmal hier hin. Ist auch immer in der Infobox alles. Und da jetzt wieder die Pflanzsaison anfängt, werde ich auf diesem Profil auch wieder viel aktiver sein. Jetzt im Winter habe ich da wirklich gar nichts gepostet. Aber ich meine, was hätte ich denn auch posten sollen, ne? Sind wir mal ehrlich. Ja, das war's. Ach nee, ich habe noch ein paar Sachen gekauft. Die muss ich auch noch umpflanzen. Aber ich zeige sie euch einfach nochmal kurz, weil sie cool sind. Ich war gestern im Gartenmarkt und da gab es so Mini-Pflänzchen. Und ich habe gedacht, das sieht bestimmt schön aus, wenn man die in irgendwie einen Kübel reinpflanzt. Unter anderem habe ich eine Mimose gekauft. Kennt ihr Mimosen? Die waren sehr teuer. Die haben 1,99 € gekostet, diese Teile. Aber Moment. Oh nein, ich zeige es euch. Seht ihr das? Moment, ich zeige euch das. Ich weiß, ich mobb die wieder. Jemand hatte das bei Instagram geschrieben, aber ich finde sie mega. Und ich habe noch 3 andere Sachen gekauft, die zeige ich euch eben. Und zwar diese Sachen hier, wo ich keine Ahnung habe, wie sie heißen. Weil da steht auch nicht drauf. Ich habe einmal so was Großes hier. Die bekommen so weiße Blüten. Ich hatte die auch mal in groß. Warte mal.
Das wollte ich so hinten hinpflanzen. Und dann habe ich noch zwei kleine Sachen gekauft. Einmal das hier. Und einmal das hier. Ja. So sieht's aus. Das werde ich noch einpflanzen. Sagt mir nochmal Bescheid, falls ihr wisst, wie diese Pflanzen hier heißen, weil ich habe keine Ahnung. Und habt ihr Ideen? Ich habe einen Plastiktopf. Wie nennt man das? Zum Einpflanzen eben gekauft. Und ich würde das gerne schöner machen, weil es, ganz ehrlich, dieses Material sieht einfach nicht schön aus. Die Frage ist, kann man Plastik auch ansprühen? Ist das möglich? Oder habt ihr eine Idee, wie ich es schöner machen kann, damit meine schönen neuen Pflanzen gut zur Geltung kommen? Habt ihr eine Idee? Ja, sagt mir da mal Bescheid und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Pflanzenvideo wieder. Ich wünsche euch einen tollen Tag noch und bis bald.